Hallo Leute, ich habe heute einen DM-Haul für euch und zwar sozusagen in der Urlaubs-Edition, weil ich nächste Woche in Mallorca auf Mallorca sein werde und dafür brauchte ich noch ein paar Sachen und die habe ich mir jetzt gekauft. Ich habe mir natürlich auch noch Sachen gekauft, die ich eigentlich nicht kaufen wollte. Normal, würde ich sagen. Und die zeige ich euch einfach auch. Also die sind nicht unbedingt für den Urlaub gedacht gewesen jetzt. Aber ich habe sie halt gekauft und deswegen zeige ich sie euch auch und ich würde sagen, wir starten. Beim ersten Produkt, was ich euch zeige, merkt man schon wieder, wie dumm ich eigentlich bin. Und zwar habe ich mir Shampoo gekauft für den Urlaub, weil ich ja fast nichts mehr hatte und ja, im Urlaub muss man sich ja auch die Haare waschen, ne? Und deswegen habe ich mir mein L'Oreal Elvital Fibrologie Shampoo gekauft, was ich eigentlich so gut wie immer benutze und immer in der Drogerie kaufe. Und Julia war so schlau und dachte sich, oha, jetzt gibt's die Treuegröße, ist ja viel günstiger und viel größer und viel mehr drin. Und für den Urlaub ist so eine große Flasche natürlich hervorragend. Ja. Außerdem habe ich mir noch Duschgel gekauft, weil das braucht man ja auch immer mal wieder und ich hatte keins mehr. Das ist das Balea Dusche und Creme in Melone und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie sehr ich Melone liebe, aber ich liebe Melone und wenn es das als Duschgel gibt, dann immer her damit, würde ich sagen. Ich habe mir etwas sehr Lebensrettendes hoffentlich für mich gekauft und zwar bin ich jedes Jahr im Sommer voll gestochen mit 10.000 Millionen Mückenstichen. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich sehr attraktiv für die Mücken, aber ich will das eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich mir von der DM Eigenmarke Esquito Free Insektenschutzspray gekauft. Da ist der Wirkstoff sogar naturbasiert und das soll 8 Stunden Mücken und bis zu 4 Stunden Zecken von mir fernhalten und ich hoffe wirklich, es funktioniert. Ich kam damit heute nach Hause und meine Mutter hat mich erstmal total blöd angeguckt, weil sie genau dasselbe auch gekauft hat. Jetzt haben wir es zweimal, aber ich war doppelt hält besser und ja. Ich habe mir wieder ein neues Abschminkzeug gekauft, weil mein Garnier Micellenwasser jetzt sich langsam dem Ende zuneigt. Und dann habe ich mir das gleiche einfach nochmal gekauft, weil ich das echt sehr, sehr gut finde und ja, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Ich habe mir noch von Evelyn 50 Wattestäbchen in diesem süßen, pinken Dings hier geholt. Die habe ich eigentlich jedes Jahr, wenn ich in Urlaub fahre oder fliege. Und ja, ich weiß nicht, ich kaufe die mir eigentlich immer wieder. Ich hatte sowieso keine Wattestäbchen mehr und deswegen kam das gerade gelegen. Da ich ja auch nicht stinken möchte, habe ich mir von Rexona Woman das Shower Fresh Deo wieder nachgekauft. Das benutze ich in letzter Zeit eigentlich immer. Ich habe mir das, glaube ich, schon 5-mal gekauft oder so, weil es tatsächlich das einzige Deo ohne Aluminiumsalze ist, was ich gut finde. Weil bei den anderen merke ich irgendwie überhaupt keine Wirkung. Das finde ich im Gegensatz zu den anderen sehr, sehr gut und deswegen kaufe ich mir das halt immer wieder nach. Logisch, oder? Ich brauchte auch noch Wattepads, weil ich mich sonst nicht abschminken kann und das wäre blöd. Und weil ich so schlau bin, habe ich mir die größte Größe geholt. Da sind 140 Stück drin. Ja, brauche ich im Urlaub natürlich nicht alle, aber dann fülle ich die einfach irgendwie in Kulturbeutel oder so. Also so ein paar davon. Schadet ja nicht, habe ich für zu Hause noch welche, also ja. Ich verstehe eigentlich sowieso nicht, wieso sich so viele Leute, wenn sie in Urlaub fliegen, immer so diese Mini-Größen kaufen und davon dann irgendwie 3 Stück oder so. Anstatt sich gleich ein großes zu holen und dann ein bisschen wieder mit nach Hause zu nehmen von dem Duschgel, was noch übrig geblieben ist oder so. Weil erstens ist es Umweltverschmutzung, zweitens ist es viel teurer und drittens fällt mir nicht ein, aber oder? Ich brauchte auch noch neue Kosmetiktücher bzw. Taschentücher oder wozu man sie sonst gerne benutzt, weil meine Packung fast leer ist. Und ja, deswegen habe ich mir die auch noch geholt. Und zu guter Letzt im Bereich Beauty-Pflege habe ich mir einen Nagellack geholt, den ich auch gerade auf meinen Nägeln trage. Ich wollte schon immer so ein bläuliches Lila haben, aber ich habe nie eins gefunden. Und jetzt habe ich eins und ich freue mich sehr darüber. Das ist die Farbe 095 Maid of Honor. Ich schreibe euch das hier unten auch nochmal hin. Und jetzt sind wir fertig mit dem Beauty-Pflegekram. Ich habe aber auch noch ein bisschen Essen gekauft. Und das kommt jetzt. Ich bin einer der glücklichen Menschen, der früher sehr, sehr oft Mittelohrentzündung hatte. Ich brauchte sogar deshalb, glaube ich, über ein Jahr, um ein Seepferdchen zu machen. Das ist schon ein bisschen traurig. Jedenfalls bekomme ich schon bei den
kleinsten Sachen totalen Druck auf den Ohren. Sogar manchmal, wenn ich alleine Sport mache oder so. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass das im Flieger dann ganz besonders schlimm ist, wegen diesem Luftdruck und so. Und deswegen habe ich mir Kaugummi gekauft, weil ja alle immer sagen, kau Kaugummi und dann hast du keinen Druck auf den Ohren oder weniger. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil als ich schon mal mit 12 Jahren oder so geflogen bin, da hat das alles nichts gebracht und es tat trotzdem höllisch weh. Aber Kaugummi ist immer gut und wenn es dagegen noch helfen sollte, ich kann es ja probieren. Leute, bitte lacht mich jetzt nicht aus, aber ich habe mir Babybrei gekauft. Ich liebe Babybrei, es ist einfach so okay. Und da habe ich mir einmal von Babyvita das Frucht und Joghurt, Pfirsich und Maracuja gekauft. Um ehrlich zu sein, ist es ja eigentlich ganz normaler Joghurt und unten so ein bisschen Maracuja-Zubereitung. Schmeckt mir aber persönlich sehr, sehr gut und deswegen habe ich es mir geholt. Und dann noch eine Sache, die meisten von euch wahrscheinlich jetzt ziemlich eklig finden werden, aber von Babylove, Spaghetti Bolognese ab dem 12. Monat. Ja. Leute, bitte probiert das. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin total bescheuert und es ist mega eklig. Aber es schmeckt wirklich richtig gut. So Leute, das war's jetzt mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht erinnert, was ihr noch so für den Urlaub braucht oder auch einfach so in eurem Leben braucht. Und dann würde ich sagen, könnt ihr hier jetzt noch bei meinen beiden letzten Videos vorbeischauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!